Guten Morgen aus Berlin. Ja, der Rechner rödelt gerade wieder vor sich hin. Ich hatte eben die Sorge, dass die Aufnahme irgendwie stockt oder verzerrt ist, aber es geht jetzt mittlerweile. Es ist Dienstag, der 1. September. Wir haben einen neuen Monat um 7:53 Uhr. Eigentlich wollte ich in 7 Minuten im Büro sein. Das werde ich nicht ganz schaffen. Ich schätze mal eher, dass ich Viertel nach oder 8:30 Uhr dann da bin. Viertel nach 8 oder 8:30 Uhr. Ja. Es ist relativ drückend warm draußen, also es sind jetzt schon 23 oder 24 Grad und ich hatte mich vertan. Ich dachte eigentlich, dass heute schon Regen und kühle Luft kommt, aber das wird erst am Abend der Fall sein. Das heißt, jetzt tagsüber werden wir noch ein bisschen schwitzen müssen und am Abend wird es dann sich ein wenig abkühlen. Ich habe gestern ein paar Muffins gebacken und ein paar Brownies für heute im Büro. Denn meine Probezeit ist vorbei. Am 31.08. war der letzte Tag meiner Probezeit. Und ja, jetzt ist sie vorbei. Und dann werde ich heute ein bisschen Kuchen hinstellen. Mal gucken, ob die Leute drauf kommen und wissen, was los ist. Oder ob sie fragen, hä, wieso? Oder einfach nur so. Oder was auch immer. Wir gucken einfach mal. Befördern kann ich das ganz gut in einem Plastikcontainer und einer Glasschüssel, die ich am Fahrrad transportieren werde. Mal gucken, wie heil ich damit im Büro ankomme. Und ja, zu tun gibt es auf jeden Fall genügend. Heute ist neuer Monat, das heißt neue Anzeigen, neue Banner, etc. müssen hochgeladen werden. Und auch so ist genügend zu machen. Gestern saß ich über 4 Stunden für einen neuen Kunden an Facebook-Anzeigen. Ja, da werde ich heute nochmal reinschauen. Die sind gerade losgelaufen. Da müssen wir mal gucken, wie die performen und ob man da noch hier und da etwas optimieren kann. Ja, also erstmal ins Büro, dann am Nachmittag ein bisschen freiberuflichen Kram. Heute Abend, so Gott will, Elder Scrolls Online mit Freunden spielen. Ich lade gerade den aktuellen Patch, der ist aber irgendwie 10 GB groß. Das heißt, es dauert seine Zeit und mal gucken, ob die anderen auch dran denken, dran gedacht haben. Denn wenn die heute um 6 oder um 7 nach Hause kommen und dann erst den Patch anmachen, dann können wir das eigentlich vergessen, zumindest mit den Dungeons. Wir schauen einfach mal. Ich wünsche euch einen schönen Dienstag und ich werde mich dann morgen am Mittwoch wieder melden. Also dann kommt gut durch den Tag. Bis bald.